Wie sieht das bei dir aus? Erzähl doch mal was. Da habe ich mir Rob. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Kellnerin in der ertränkten Sorge sucht jemanden, der ihr Zutaten beschafft. Mein Chef Baderon ist ein richtiges Arbeitstier. Er opfert sich vollständig für das. Jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. Schön. Manchmal, besonders, wenn er zu tief ins Glas geguckt hat, erzählt er Geschichten aus seiner Zeit als Söldner. Das Leben war hart und voller Entbehrungen. Es gab so wenig zu essen, dass er oft nichts als Quallen zu essen hatte. Von deren Geschmack erzählt er mit einer melancholischen Stimme. Er meint sogar, dass er ihren Geschmack sein Leben lang nicht vergessen würde. Sie müssen eine besondere Bedeutung für ihn haben. Würdest du 4 Stückchen Qualle besorgen und sie Baderon bringen? Ich bin mir sicher, dass er sich freuen wird, nach so langer Zeit noch einmal diesen unvergesslichen Geschmack zu erleben. Zu diesem Zweck erlegst du am besten ein paar Aurelias. Wo du Aurelias findest, kann dir Clindrell in der Achterburg sagen. Na dann. Tja, ich möchte jetzt aber eigentlich langsam wirklich mal. Da ist die Achterburg, ewige Jungfer, Flottenkommando. Da komme ich dahin, wo ich hin will. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier irgendwie runter. Und dann endlich mal da hinten hin. Das scheint sowieso alles auf dem Weg zu liegen. Also, zum Bollwerk. Zur Bollwerkhalle, bitte. Ich muss sowieso noch mit der Frau hier reden. Wenn ich mich richtig erinnere. War hier nämlich diese Delika, genau. Guten Tag. Willkommen in Limsa Luminsa. Ach, du hast etwas für mich? Eine Liste mit vermissten Personen? Zeig mal her. Bitteschön. Danke, ich werde mir die Liste einprägen und nach den Vermissten Ausschau halten. Mit jedem Schiff, das anlegt, kommen neue Händler, Abenteurer, Handwerker, ja ganze Familien nach Limsa Luminsa. Die meisten Ankömmlinge müssen hier vorbei, deswegen habe ich mich ja hier platziert. Ich habe einen guten Blick für Leute, die etwas im Schilde führen. Dir sehe ich an, dass du uns noch eine große Hilfe sein wirst. Tada! Und jetzt möchte die direkt irgendwas finden. Was? Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Errungenschaften. Ja, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Achievement, ne? Okay. Was hast du für mich? Die Zwillingsschwestern Tanmo in der hat einen Auftrag für dich, der die Sicherheit der Stadt betrifft. Ja, erzähl mal. Alle Achtung, du legst dich für die Gelbjacken ja ganz schön ins Zeug. Ich hatte auch eine Aufgabe für dich. Dann erzähl mal. Die Straßenlampen der Stadt müssen regelmäßig mit Öl aufgefüllt werden und es ist mal wieder Zeit dafür. Ich kann aber meinen Posten nicht verlassen. Würdest du mir die Arbeit abnehmen? Oh, ich kann das verschieben, fällt mir gerade auf. Nimm das Straßenlampenöl und fülle es in die flackernden Straßenlampen. Wenn das Öl ausgeht, bestelle eine neue Lieferung bei Sissipu von der Fischergilde. Sie kümmert sich um die städtischen Straßenlampen. Da ist ein Schlüsselgegenstand. Das hatten wir schon. Das kann ich dann benutzen. Aber ganz aktuell ist mir das sogar relativ wurscht. Wer ist da? Abilfa. Konnte der mir irgendwie. Der konnte mir, glaube ich, irgendwas helfen, oder? Mal kurz gucken. Boah. Boah. Oh Gott. Hier ist ja viel zu tun. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oberes Deck? Unteres? Da muss ich hin, eigentlich. Das heißt, ich muss aufs obere Deck. Ich muss wieder einen nach oben. I see. Egal, ich möchte nochmal kurz mit dir reden. Du möchtest im Auftrag des Bismarcks freilebende Schafe erlegen? Hm, frisch erlegtes Schafsfleisch, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Nicht, dass ich mir von meinem mickrigen Sold ein Essen im Bismarck leisten könnte. Also, wenn du freilebende Schafe suchst, geh am Ende des Piers durch das Zephyr-Tor. Dann stößt du in südliche Richtung auf eine grasende Herde, deren Fleisch sollte besonders zart sein. Okay. Tja. Wo jetzt? Da? Moment. Kann ich mir das irgendwie nochmal genauer zeigen lassen vielleicht? Karte. Oh Gott. Ja, okay. Dann machen wir das anders. Ich gehe erstmal wieder nach oben. Da muss ich hin? Ja. Genau, da möchte ich hinfahren. Und dann sollte ich hier, glaube ich, nach Süden, ne? Genau, und dann müsste ich irgendwann zu diesem komischen Tor kommen. Beziehungsweise erstmal noch zu der hier. Frustrierte Sirenen. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Glibberiger Genuss, da wollte ich hin. Genau, hier gibt es noch... Oh, da gibt es überall tausende Quests. Das ist ja krass.
Ja, die nehme ich dann zumindest noch an, weil ich gerade hier in der Nähe bin. Und ich hoffe, dass Dreh mich auch einfach nach draußen bringt. Und dann gehe ich aber auch wirklich mal raus. Vor der ewigen Jungfer triffst du auf Okal Kaya, die sich über irgendetwas fürchterlich aufzuregen scheint. Wohin des Weges? Wenn du zur ewigen Jungfrau willst, dann kehr lieber um. Die gehört zum Revier der leichtblütigen Sirenen, einem der drei großen Piratenverbände Limsalimosas. Und unsere Anführerin, Roswin, ist so übler Laune, dass sie sogar die Tauben davor fürchten, sich auf das Dach der ewigen Jungfer zu setzen. Ach, warte mal, du könntest ihre Laune vielleicht verbessern. Geh ruhig in die ewige Jungfer, aber zeig Roswin zuerst deinen Respekt, indem du dich niederkniest. Sonst kann ich nicht für deine Gesundheit garantieren. Emotes. Okay. Auf diesem Ding hier kann ich Emotes machen. Oder auch mit Oh, das sind aber einige. Da steht sogar, wann ich die wie wo benutze. Das ist ja cool. Ich gehe jetzt erstmal raus. Ganz ehrlich, wir wollen jetzt mal ein bisschen Kampf sehen hier. Wir haben ganz schön lange in dieser Stadt rumgegurkt und müssen jetzt wirklich mal langsam ein bisschen Kämpfe sehen. So, du solltest mir noch irgendwas erzählen, glaube ich. Baderon steht auf Quallenstreifen. Dieses Glibberzeug kann man essen. Naja, jedem das Seine. Wenn du Aurelia suchst, dann brauchst du dich nur durch das Stadtsturmtor und dann ein Stück nach Osten bis zum Fluss gehen. Dahinter findest du gleich einen ganzen Schwarm. Okay. Das werden wir jetzt tun. Unteres Lanoskea. Also, gibt's doch jetzt Kämpfe. Oh. Mit einem Rechtsklick auf ein Angriffsziel beginnst du die Autoattacke. Das Aussehen des Zielcursors verändert sich entsprechend. Kann ich Sachen benutzen, Kommandos einsetzen und zauberwirkende Magier, die sich auf Fernkampf spezialisieren, eignen sich am besten, um Ziele aus der Entfernung anzugreifen. Die Reichweite und den Radius eines Kommandos siehst du im zugehörigen Hilfefenster. Was ist denn mein zugehöriger Hilfefenster? Da steht Reichweite. Reicht, steht da, um genau zu sein. So ein Marienkerl. Die ist aber groß. Okay. Töte es. Boom. Hallo? Ich dachte, der macht das automatisch. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Kann ich im Laufen angreifen? Nein, okay. Ich muss dafür stehen. Töte es. Töte es schneller. Ah. Das hat er aber jetzt nicht automatisch gemacht. Das fand ich nicht in Ordnung. Ah. Damit kriege ich jetzt natürlich Erfahrung, ist klar. Bindende Gegenstände. Hm. Kann ich da nicht verkaufen. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Das war nicht, was ich wollte. Das auch nicht. Gibt es hier irgendwie sowas wie... Ist das bei Charakter vielleicht? Arsenal, Initiative... Das ist nicht... Hä? Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber das war, glaube ich, nicht das, was ich wollte. Arsenal klingt eigentlich ganz gut. Ring der Stärke? Ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich habe einen Ring der Stärke. Ja, leg den mal an. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Habe ich sonst noch irgendwo irgendwas? Nö. Okay. Charakter. So, da ist mein Ring der Stärke. Arsenal! Tja, das ist schön. Was ich eigentlich wollte, ist... Da kann ich meine Klasse gerade sehen. Ich möchte eigentlich wissen, wie ich meine... Wo sind meine Fähigkeiten? Also die hier unten drin stehen. Ich dachte, das wäre das Arsenal. Ist es aber scheinbar nicht. Naja, gut, dann muss ich das wohl erstmal so machen. Also mich wundert halt, dass er das nicht irgendwie automatisch macht. Das ist ein bisschen doof gerade. Ich hätte gerne, dass er es automatisch zaubert. Egal, machen wir das so. Kann ich durch den Stein durchzaubern? Nein. Komm nochmal. Einmal müssen wir, glaube ich, noch. Zack, und da ist es tot. Muss ich es nicht looten oder so? Loote ich das automatisch? Keine Ahnung. Ich möchte erstmal die Marienkäfer alle haben. Kann ich? Das ist jetzt ist es zu weit weg. Jetzt ist es nicht mehr zu weit weg. Oh, ich glaube, das war... Das ist instant. Das wusste ich gar nicht. Der kriegt jetzt irgendwie Schaden über Zeit. Da oben steht's. Er hat einen Debuff. Er leidet schrittweise Schaden.
glaube, das lohnt sich schon, das zu benutzen. Würde ich einfach mal sagen. Aber dann habe ich das gerade trotzdem ein bisschen blöd gemacht und dann machen wir das lieber folgendermaßen. So. Ich habe ja früher schon MMOs gespielt. Ich weiß ja ungefähr, wie das geht. Wir machen erstmal das. Dann natürlich den Instant hinterher und dann wieder sowas. Ich glaube, das ist am effektivsten. So. Na, kann ich jetzt auch ganz normal... Oh, ich kann auch mit dem Buch zuschlagen. Okay. Das geht natürlich auch. Ich habe weiche Tierhäute gefunden. Na gut. Was auch immer das genau bedeutet. Ich glaube, diese Dinger über den Kopf bedeutet, dass ich ihn noch für irgendeine Quest töten muss. Schätze ich einfach mal. Das ist außer Reichweite gelaufen. Mistviech. Zack. Na komm. Zaubereffekte sind ja schon schick, ne? Muss man sagen. Alto Montale. Na gut. Muss aber sagen, wir haben da mehrere gefunden. Auf. Oh. Ich bin schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Das ist ja schön. Stufe 3. Kriege ich dafür irgendwas? Vielleicht? Nicht? Also ich hätte ja schon irgendwas gerne gehabt eigentlich. Hier kann ich das auch nicht irgendwie angucken. Kommandoliste? Ah, da stehen Sachen. I see. Aber da steht nicht das, was ich gerne hätte. Allgemein, Kommandos. Da steht sogar, auf welcher Stufe ich was kriege. Auf der nächsten Stufe kriege ich noch ein paar Sachen. Familiare. Aha. Na gut. Okay. Dann töten wir erstmal weiter komische Ratten. So. Kann ich sowas in Laufen zaubern? Ich weiß das gerade gar nicht. Clever wäre es ja eigentlich, wenn ich weiter vor dem weglaufe, während ich gerade sowieso nichts zaubern kann. Wird das eigentlich in irgendeiner Art und Weise verlängert, während ich zauber? Habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Okay. Ein paar Gegner verprügelt. Jetzt müssen wir noch Aurelia. Ach, wir müssen sowieso Aurelias töten. Guck mal, das ist doch schön. Die sind schon Stufe 2, die Ratten. Was ist das denn? Wow, es ist groß. Aber es scheint nicht böse zu sein. Und es ist Stufe 12. Ich lasse das mal in Ruhe, glaube ich. Sind das Aurelias? Sieht nämlich aus wie Quallen, die Dinger. Ha. Was sind das da für Geräte? Eine Flusskröte, Stufe 4. In einem bisher unbekannten Gebiet angekommen. Ja, das ist mir klar. Ich war hier ja auch noch nicht. Ich war noch nirgends hier. Was ist das da? Das ist ein großes Aurelia. Stell dich dem Fate. Was ist ein Fate? Full Active Time Management oder auch fatales Ereignis. Öffentliche Aufträge, periodisch. Aha. Sobald du in Reichweite des Events bist, nehme ich automatisch dran teil. Anpassen. Ich kann mich anpassen. Das ist scheinbar dieses Ding hier, was? Wenn ich das richtig... Ich bin in einem Fate-Bereich. Na, dann wollen wir das Ding mal versuchen zu killen. Da sind ja noch andere Leute scheinbar. Erinnert sich sogar an die Musik. Ich weiß nicht, wer das da ist, aber er scheint ein Krieger zu sein, was ganz schön ist. Das bedeutet nämlich, dass er tankt und ich Schaden machen kann. Das Vieh scheint ganz schön... Was machst du da? Geh weg von mir. Ich will nicht von dem angegriffen werden. Hau es. Bitte. Wir machen dem irgendwie kaum Schaden. Das ist ein bisschen ungünstig. Ah, da kommt aber noch irgendwer, der ein Reittier dabei hat. Das bedeutet, das klingt erstmal nach High Level. Oder was auch immer das da sein soll. Es könnte auch ein Familiar sein? Ich weiß es nicht. Warum läuft der Krieger so komisch in der Gegend rum? Auf jeden Fall machen wir gerade inzwischen Schaden. Das ist schon mal gut. Na komm. Gib ihm. Oh, da kommen noch mehr Leute. Auch wenn sie wenig bekleidet ist. Kann sie vielleicht helfen? Könntest du helfen? Fände ich voll cool von dir. Eigentlich. Was auch immer das da gerade war, es hat eine Menge Schaden gemacht. Also irgendwas hat da gerade einmal eine Menge Schaden an ihm gemacht.
Warum stirbt ihr überhaupt so lange? Das ist doch auch nur Stufe 3. Ist das irgendwie so Elite-mäßig Zeug? Ich glaube, mein Mana regeneriert sich schneller, als ich das hier ausgeben kann gerade. Wer ist das da? Achso, das ist... Ah, das ist mein Gegner. Okay, ich dachte gerade, wer ist das da? Und warum hat er nur noch so wenig Leben? Was ist das da? Blitzzeug. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Schaden mache mit dem Kram. Tja. Ich bin ganz viele komische Affinitäten bei... Naja, das macht irgendwie Bio-Schaden auf jeden Fall. Ach nee, ach so, das, der Zauber heißt auch Bio. Naja, dann ist es von mir aus. Es ist Doad. Beitrag und Vergütung. Sobald ein Fate abgeschlossen ist, wird eine Belohnung für die Teilnahme angezeigt. Belohnungen werden unter allen Teilnehmern verteilt und richten sich nicht nur nach dem Erfolg, sondern auch nach den individuellen Beiträgen. Je aktiver du beim Erfüllen der Feldziele bist, desto größer ist der Beitrag. Ah, und ich habe eine Goldmedaille gekriegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist doch schön. Sonst habe ich dafür aber nichts gekriegt. Okay, dann können wir jetzt die Viecher hier noch verprügeln. Erstmal so. Und so. Und dann laufe ich erstmal weg. Bis ich wieder was benutzen kann. Dann habe ich nämlich die größtmögliche Reichweite zwischendurch gehabt. Ich glaube, das ist effektiv, was ich hier tue. Ich hoffe, das ist effektiv. Da stand gerade auf dem Boden irgendwas. Da war irgend so ein Ding auf dem Boden, was so aussah, als wäre es der Bereich der Attacke von diesem Viech. Das ist ja praktisch. Dann sieht man ja, wo man hinlaufen muss, um der Attacke auszuweichen. Wobei ich jetzt noch nicht sowas könnte wie eine Ausweichrolle oder so, aber naja, macht ja nichts. Ich habe aber irgendwie so TP, die offensichtlich sowas sind wie Ausdauer. Ja, tja, ausgewichen, mein Freund. Oh shit. Nö. Ist das da? Ich weiß nicht, was das da über mir ist. Na gut. Den da... Maximale Reichweite, ungefähr so. Und weglaufen. Und dann drauf schießen, sobald es in Reichweite kommt. Wie ein MMO-Profi, glaube ich. Wenn ich sowieso immer diese komische Attacke macht, die erst aufladen muss, dann trifft sie mich natürlich nie. So, ich habe genug von den Viechern erledigt, aber ich brauche noch eine komische Quallendingens. Den komischen Quallententakel. Nun gut. Schieß es an. Oh, oh, ausweichen. Autsch. Das habe ich erwischt. Bin ich genug ausgewichen. Ich habe irgendeinen Paralyse-Effekt gerade gekriegt. Erfolgssträhne 3, was auch immer das heißen soll. Paralysierte Nerven erschweren Kommandos immer mehr. Huch, da wurde ich tatsächlich paralysiert gerade. Okay, wir haben das alles fertig. Kann ich mal kurz noch gucken, was ist da oben? Da geht es in irgendwelche Hügel. Ich glaube aber, ich sollte wieder zurückgehen. Das ist doch der Typ, der eben uns geholfen hat, ne? Na gut. Dann gehen wir wohl mal wieder zurück. Quests abgeben in der Stadt und so. Einmal das. Das ist ja ewig weit weg, was? Und dann haben wir noch einmal das Ding. Bei Bad Deron, da kriegen wir sogar Kram für. Eine neue Rüstung. Warum ist die Dockratte da? Die greift es an. Die greift den Dude an. Tötet es. Nein! Sie hat ihn gekillt. Verdammt, ich wollte doch nur helfen. Tobi. Es tut mir leid, dass ich nicht schneller war. Habe es versucht. Habe es nicht mehr geschafft. Bitte verzeihe mir. Naja. Dann eben nicht. Aber wir kriegen gleich sogar schon wieder direkt eine neue Stufe. Wenn wir das gemacht haben. Okay, das Sturmtor. Es wird dunkel, wenn wir hier hingehen. Mhm.
Okay, so, wo muss ich dann jetzt hin? Das da ist Platte, kenne ich nicht. Dann können wir noch zu der komischen Frau nachher hin. Aber erstmal wollen wir jetzt dem Typen seine komischen Tentakel bringen. Wenn er meint, er müsse das essen, ich wäre ja nicht so scharf drauf, aber gut. Das ist ja erstmal nicht mein Problem. Und dann kriegt er irgendeine coole Robe oder sowas für, glaube ich. Was dann mehr meinem Magier entsprechen würde. Außerdem bin ich in der Stufe 4, dann könnte ich theoretisch die Storyline-Quest annehmen von ihm. Hat mir mit einem besonders verschmitzten Lächeln angekündigt, dass mir jemand etwas ganz Besonderes bringen würde. Bist du in dem Auftrag hier? Jo. Ich habe da für dich diese komische Quallen-Mopeds. Igitt, das sind ja Quallenstückchen. Und dann noch vom Schirm der Aurelia. Also als ich sagte, dass der Geschmack unvergesslich sei, hatte ich das eigentlich anders gemeint. Es hat mich jedes Mal einen Haufen Überwindung gekostet, die glibbrigen Quallen herunterzuwürgen. Aber nichtsdestotrotz, dass sie sich solche Mühen gemacht hat, um mir eine Freude zu bereiten, das rührt mich. Was für ein gutes Mädchen. Ja, so, jetzt darf ich mir das aussuchen. Gehört das auch dazu? Ja, scheinbar schon. Okay, entweder eine Hanfrobe oder einen Hanfwappenrock. Dafür muss man Krieger sein, dafür nicht. Sogar Bonus. Kann ich leider erst ab Stufe 5 benutzen, aber ist ja nicht so schlimm, dann haben wir das schon mal. Familiare. Okay, ich kann mir jetzt Familiars beschwören, denn ich habe komische Aufgaben, komische neue Zauber gekriegt. Ich möchte einfach mal sagen, das soll die erste Session bis hier aber erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns dann damit, was sind überhaupt Familiars, wie funktioniert das mit den Familiars. Wir haben ja gerade kurz einen Tutorial-Text schon mal gesehen, den werde ich dann nochmal anschmeißen bis zum nächsten Mal und dann gucken wir uns das mal an. Beim nächsten Mal dann hoffentlich auch mehr Kämpfe, das heißt endlich mal das, wofür das MMO dann auch, denke ich, mehr bekannt sein sollte, als ständiges Hin- und Herlaufen und mit Leuten zu reden. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.